Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outlast. Und wir waren jetzt letztes Mal stehen geblieben. Wenn ihr schaut, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Batterie da oben, weil ich wollte, habe das Spiel minimiert, um die Aufnahmen zu speichern. Dann wollte ich wieder reingehen und dann ist mir das Spiel abgekackt. Jetzt habe ich also wieder einen Speicherpunkt geladen, wo ich zuletzt war. Allerdings speichert mir der die Batterieanzeige nicht ganz. Also in dem Fall... Er hat noch gewusst, dass ich zwei Batterien hatte und eine in der Videokamera. Allerdings hat er nicht das Level von dieser Batterie gespeichert. In dem Fall halt war sie eigentlich so dreiviertel leer. Jetzt ist sie wieder voll. I made it. I think it's safe. Can you climb up? I'm coming, Cooper! I just have to lock the... There. I'm coming! Hold on! Alles klar, Herr Kommissar. Und wer jetzt glaubt, dass irgendwas, dass alles korrekt läuft, nichts passiert, der hat ein Rad ab. Scheiße! Ja, hallo? Hä? Batterie nehmt doch nicht. Hier muss doch irgendwas sein. Hallo, meet. Lauf, 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 lauf. Einmal im Kreis laufen und wieder zurück. Und dann haben wir jemanden endlich aus. Haben wir genug Auslaufzeit. Hä? Okay, hallo? Ah, ui, der jetzt hat er schon zugeschlagen. Leck mich fett, ey. Nein! Nein! Freude. Kann man nur so dämlich sein? Fick dich! Ach komm! Jetzt waren wir noch so nah dran. Und läuft dann aus. Na toll. Aber wo hätte ich denn hingemusst? I can smell you. Mine! You were mine! Kann es sein, dass man mit Camcorder langsamer ist? Hallo? Ich glaube, wir müssen da wirklich was verstecken, sonst haben wir da keine Chance. Wir müssen das vorsichtig. Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Nee, er schaut echt unter die Betten. Nicht dein Ernst. Ich
Ich weiß nämlich nicht, wo die scheiß Dinger sind. Uiuiuiuiuiui. Leck mich fett, ey. Jetzt nochmal ganz systematisch. Ich war, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Aber ich finde diesen behinderten Schlüssel nicht. Warum nicht? Habe ich irgendwas verpasst? Oder muss ich vielleicht auf den Tisch drauf, wo ich da bin? Das könnte eine Lösung sein, dass da oben vielleicht ein Luftschacht ist. Wo bleibt man denn hier immer hängen? Der sieht mich nicht. Ah! Batterie? Sehr gut. Hallo! Nehmen Sie halt auf. Achso, du schon wieder, oder? I have an itch. Jetzt geh von der Batterie da weg. Ja, mein Freund. Schön, dass du ein Itch hast. Achso, du kannst dich nicht kratzen, gell? Doch, mit der einen Hand kannst du dich kratzen. Schlüssel. Bin ich jetzt hier richtig oder verkehrt? Oh, Notiz. Journale. Fall MM irgendwas. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und juristisch überarbeitet werden. Siehe Formular 4083. Um den anhaltenden Rechtsstreit 12000715, dienlich zu sein. Autor. Ivan Sriskandaraja. Ein Haufen A's sind drin. Hinweis. Dies ist eine Anfrage für eine spezifische juristische Konsultation. In dem anhaltenden Rechtsstreit von Melissa Cho gegen Murkoff Charitable Psychiatry Inc. USA, ursprünglich eingereicht in 2010. Zum Zeitpunkt von Miss Cho's Kündigung waren die psychosomatischen Wirkungen des morphogenetischen Antriebs auf weibliche Angestellte und Patienten bereits gut etabliert. Mehr als 7 weibliche Angestellte und Patientinnen waren innerhalb weniger Wochen von einer Scheinschwangerschaft betroffen, bevor sie Fehlgeburt der nicht existierenden Kinder erlitten. 5 von ihnen verstarben. Das kommt uns bekannt vor, sowohl in Outlast, haben wir schon mal gelesen, als auch in Outlast 2, mit der Tante vom... wie heißt denn der jetzt? Von dem Journalisten, den wir spielen. Weibliche Angestellte werden in höher gelegene Stockwerken der Einrichtung verlegt, dann in andere Gebäude und schließlich komplett aus der Mount Massive-Einrichtung entfernt. Projekt Wallrider bedurfte einer absoluten Geheimhaltung, um die bedingten Faktoren zur Versetzung und Kündigung zu gewährleisten, was allerdings von einigen gekündigten Betroffenen als eine Ungerechtigkeit wahrgenommen wurde. Miss Cho hat gerichtlich eine Freigabe des IFG erstritten in Bezug auf die Dokumente, die ihre Kündigung betreffen. Um zufriedenstellende Informationen zu präsentieren, müssen diese Dokumente erstellt und nachdatiert werden, ohne die Geheimhaltungsbereitschaft zu gefährden. Tja, immer diese emanzipierten Schreckschrauben. Müssen wieder verklagen, weil die weiblichen Angestellten hier raus müssen. Wo bin ich denn jetzt da? Oh, ich weiß, wo ich bin. Ey, keine Chance. Bunk, und da findet er so einen Weg. Bing.
Das war wieder nett. Nicht so wie bei Outlast 2. Finde ich hier noch eine Batterie? Nix so Batterie. Hier hinten vielleicht eine Batterie? Nix so Batterie. Da geht's nicht durch. Also können wir das vergessen. Oha. Ist kaputt. Hey, zeig mir eingesperrt. Nein. Du sollst rein. Na schön, dann gehe ich hoch. Hey! Nee, ich koche nicht. Jetzt aber schnell raus hier. Tja, jetzt habe ich irgendwas gespoilert. Ich würde gerne wieder zurück und durch die Tür dadurch. Aber es sei mir nicht vergönnt. Nee, hier ist nichts. Nüschte. Hier kann man sich mal wieder unnötigerweise verstecken. Weißt du, da geht man überall immer hin und findet keine Batterie. Mal jetzt nach oben. Öha! Ich glaube, da hat einer einen Abgang gemacht. Exite. So. Wer hätte es gedacht? Eine kleine Kapelle. Und ein Dokument. Journal. Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce. Newhouse. Dr. Angestellter. Ja. Dr. Angestellter mit Mount Massive Hospital. Pfarrer Clarke. Es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen, also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen alle die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemandem bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die Tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unserer armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit, diktiert, aber nicht gelesen. Cool. Ich finde das schon cool, das nach hinten gucken hier. Vor allem mit diesem Geräusch. Kann man da wieder rein? Moment mal. Wofür brauchen wir eigentlich eine Leiter? Naja, egal. Wo geht's jetzt weiter? Da, oder? Da.
So. Und nun geht's so weiter. Ein Turm raufklettern. Ach, und da ist der Kerl, der runtergefallen ist, oder? Wo ist er denn? Ah, die Dinger schlagen wieder zu. Diese... Ja, wie soll man sagen? Rohrschacht-Tests. Ich glaube sogar tatsächlich, der hat hier oben gelegen. Hat sein Quartier aufgeschlagen. Vielleicht ist er irgendwie eines Tages aufgestanden und sich gedacht, oh, ach, ich bin wieder zu Hause und rums. Also schlaftrunken irgendwie aus dem Bett steigt, wer kennt's nicht. Macht die blödesten Sachen. Da ist eine Batterie. Hier gibt es was zu verstecken. Hier geht's weiter. Ich denke mal, hier kommen wir zur Batterie. Das wäre sehr wahrscheinlich. Und ich habe mal wieder recht. Wer hätte es gedacht? Wir haben jetzt damit volle Batterien. Ja, sowas aber auch. Ich denke mal, wir werden jetzt hier entlang gehen. Es bleibt nicht viel übrig. Schöne Lampe. Nee, nicht er schon wieder. Es gibt nur einen Weg. Shit. Ich kann mich hier nicht mehr verstecken. Ich glaube, die Sounds haben sie eingebaut, um zu zeigen, dass er jetzt hier in der Nähe ist. Mehr nicht. Nein. Lass du mich in Ruhe. Jetzt darf bloß die Batterie nicht ausgehen. Nee. Da schaust du blöd, was? Und das mit so wenig Batterie. Ein Kunststück. Das mir keiner nachmacht. Ach, was genau? Ich finde ja die Dinger mal so cool, wenn man hier so rennt. Und... Boom. Ach komm, jetzt hat's nicht geklappt. Man könnte ihm auch helfen, ja? Lieber draufhalten und filmen und seinen Teil dazu beitragen, indem man sich was aufschreibt. Lisa, wer oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder, sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rosetz sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen, die unterschiedliche Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Pauls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Ja, hättest du mal gemacht. Ich würde gerne wieder eine Batterie finden, dann hätten wir wieder voll. Ja. So. Ah, da hinten gibt es eine Tür zum Aufreißen, oder? Nee, gibt's nicht. Schade. Jetzt wollte ich mir eigentlich dieses typische, wenn man rennt, die Tür aufschmeißen. Aber das ging natürlich wieder mal nicht. Finde ich ziemlich geil da. Wenn man so reinprescht durch die Tür. Da geht's lang. Batterie! Wir haben 5 von 5 und fast voll. Sehr geil. Ich glaube, da müssen wir aufmachen, um später durchzukommen. Das ist ja widerlich. Den können wir eh nicht retten. Yeah.
Dokument. Es lohnt sich halt immer wieder rumzuschauen, gell? Nee, nicht die für Dokument. So. Ausdruck von 1957 und Kommentare auf den IG-Bericht Operation des TSD. Siebte Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Oder siebtens. Ja. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt. Jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung. J. Lawler, 15. April 1958. Der vorgehende MK-Ultra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden. Um die Finanzierung und Genehmigung zur Weiterführung der Forschung von Dr. Rudolf Wernicke, Asset 14866 und Projekt Wallrider fortzusetzen. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemikalische Inhalte in den Körpern auf. Metallische Tumore, Hinweis auf subthermale Verbrennungen. Was auf hohen Dosen von Psychochemikalien hinweist. Heusklor. Ich denke mal, wir werden hier auch wieder einen Cut machen. Moment, das wollte ich euch nicht zeigen. Hier, wenn man hier rast. Bam! Richtig geil. Und wer da schön so schön klopft, erfahren wir in der nächsten Folge von Outlast 2. Bis zum nächsten Mal. Nee, Outlast Whistleblower. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.